sage, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Mit Ihnen habe ich doch immer Glück, Herr Weber. Danke. Grüß Gott, Herr Zweig. Guten Tag, Frau Sager. Ja, Herr Sie. Ist mein Mann da? Nein, der ist noch bei einem Kunden. Der macht nichts. Was macht sie für Gesichter? Das ist schließlich eine Beerdigung. Ach. Es ist doch niemand gestorben. Ich wechsle nur die Arbeit von der Bankfrau zur Hausfrau. Das haben schon andere Leute vorher gemacht. Aber entschuldigen Sie, Frau Direktor, das Kinderfoto. Wenn Sie das jetzt auch noch einpacken, dann schaut es ja wirklich aus, als kämen Sie nie wieder. Nur die Frau Direktorin. Die Julia Sadra, die kommt immer wieder an ihren Schalter. Braucht doch schließlich ihr Geld. Und bei der Frau Heise hole ich mir ab und zu einen frischen Kaffee ab. Hm? Darf ich gleich einen machen? So zum Abschied. Das wäre lieb. Aber Abschied feiern tun wir anders mal. Und ich gehe zum Bäcker und hol Butterbritzen. Ja. Jetzt pass auf, jetzt war. Jetzt fange ich nur an zu heulen. Schau dir nochmal den Papagei an. Da sagt der Papagei, mach keinen Scheiß, Heidi. Mach keinen Scheiß, Sascha. Ja, da ist er hier, da. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Gute Erzählung. Ja, kleine Überraschung. Was ist da? Stichwort Motorrad. Aber ich würde sagen, jetzt trinken wir alle mal auf den Sascha. Ja, ja, ich stelle doch meinen Freund vor, okay? Du kannst mich totschlagen, aber es nutzt nichts, wir müssen wieder weg. Geschäftsbesprechung, oder? Du sagst es. Denker Schicksal. Viel Spaß noch, gell? Feier schön, gell? Ciao. Wiederschauen, die Herrschaften. Schönen Spaß. Spaß, gell? Servus. Ja, Prost noch. Guten Abend. Abend. Oh, was Elegantes. Kennst du dich? Schaut du das? Was denn, du hast recht. Sagra von Petra Oberländer. Hey, Charlie. Ich wünsche Ihnen was. Was denn? Glück. Ja, hab ich sowieso. Dann halten Sie es fest. Was tust du gerade? Ich würde gerne was trinken. Kein Problem. Sagen wir doch du zueinander. Mit dem Sie habe ich es nicht so. Ich würde gar nicht, wenn ich jemand besonders gut finde. Das geht mir auch so. Gut. Dankeschön. Servus. Du machst Musik? Auch. Solche? Ja, auch solche, aber sowas gefällt doch dir bestimmt nicht. Warum? Ja, so wie du ausschaust, stehst du wahrscheinlich auf Mozart und Vivaldi, oder? Das stimmt. Aber nicht nur. Sag mal, was machst du eigentlich? Leben. Leben. Und nicht schlecht, wie man sieht. Ich glaube eher, dass du mit so einem Banker oder Großräder verheiratet bist. Oder? Ja, oder du bist so ein Businesswoman und handelst mit Aktien und Immobilien. Mit Klamotten, mit Kleidung. Ich hätte fast gedacht. Und das Ganze entwirft du alles selber? Nein, ich handle mit Mode. Gefällt es dir? Du gefällst es. Schenk doch mal nach. Allein. Für dich. Jetzt muss ich mal schauen, was mein Bruder zum Geburtstag geschenkt hat. Oh Gott. Ein ferngesteuertes Motorrad. Von wem hast du das? Von meinem Bruder. Ein ganz großes Tier bei der Bank. Aber mir frisst das der Hand. Und ich kriege alles, was ich will. Das klingt ja interessant. Aufstehen, Herr Doktor. Ab heute wird gejoggt. Oh Gott, dieser Anruf. Nix da. Raus aus die Federn.
aufstehen. Ab heute wird gejoggt. Aber doch nicht mitten in der Nacht. In der Nacht. Keine Ausreden. Was ist denn? Seitenstiche. Ach du Schande. Was ist denn? Der Max will Seitenstechen. Lass doch mal zu, wir kommen schon nach. Geht's? Was grinst denn da so? Komm, wir hauen ab. Ach, du bist vielleicht ein Schlawiner. Ich meine, wir sind zwei. Jetzt komm. Das ist jetzt gerade das Richtige. Eine kleine Stärkung nach dem morgendlichen Wahnsinn. Grüß Gott. Ja, unbedingt. Was darf sein? Zwei Robbers, bitte. Mit viel Ketchup. Halt, Kommando zurück. Gar nichts dabei. Hab ich gehabt. Aber ich gewähre Ihnen sogar einen Kredit, Herr Dr. Sagerer. Hey. Also, was ist? So, mein Mäuschen, ab heute essen wir alle das Gleiche, gell? Der Papa, der Maxi, du und ich. Guten Morgen. Magst du gut haben? Und ich? Kriege nix? Entschuldige, aber so junge Mädchen, die verdrehen mir halt ganz schnell den Kopf. Morgen. Hallo. Was schaut's denn so? Entschlackungstee. Was ist mit euch? Wollt ihr frühstücken? Ja, ich weiß nicht, aber ich hab einfach keinen Hunger. Also mir geht's genauso. Irgendwie ist diese nächtliche Lauferei, die muss mir irgendwie auf den Magen geschlagen sein. Ja, genau. Das wird's wohl sein. Was ist denn das? Seid ihr unter Tomatenbäumen durchgelaufen? Oder habt ihr vielleicht einen Würstelstreicher gestreift? Also Mama. Also, Julia. Mir könnt's nichts vormachen. Ich krieg ja schon noch hin. Und das zieht's nachher aus. Das schmeiß ich in die Waschmaschine. Ich freue mich schon drauf. In diesem Haus gibt es ja so viel zu tun. Guten Morgen, Fanny. Guten Morgen, beieinander. Da schau her. Ist ja schon alles gedeckt. Jäckerl, das ist ja höchste Zeit für mich. Ich muss in die Bank. Ja, ja, ja. Ja, und Sie müssen in die Schule. Die haben es gut. Geh, Weiberl. Fanny. Und du hast auch keinen. Sehr geehrte Frau Sagerer, sehr geehrte Frau Sagerer, verehrte Frau Direktor, zu Hause Müsli und hier die doppelte Arbeit. Das kann ja heiter werden. Frau Heise! Frau Heise! Frau Heise, nehmen wir uns doch die Pflanzen einfach zu sich rüber. Nein. Die gehören in das Zimmer ihrer Frau und da sollen sie auch bleiben. Ja, meine Frau ist doch zu Hause. Aber sie kommt wieder. Unter Garantie. Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Was glauben Sie, wie wohl sich meine Frau daheim fühlt? Sowas kann nur ein Mann sagen. Hm. Heute Morgen beim Frühstück. Da hat sie sich auf die Hausarbeit gefreut, wie die Marie-Therese auf Weihnachten. Glaube ich Ihnen gern. Aber Weihnachten ist auch nur ein paar Tage im Jahr. Wenn das Fest vorbei ist, kommt der Alltag. Was meinen Sie, wie schnell Ihre Frau wieder hier sein wird? Und dafür halte ich das Zimmer bereit. Sie können Anna wohl überhaupt nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben, gell? Nein, das wäre nichts für mich. Putzen, kochen und auf den Herrn Gemahl warten. Nein, danke. Und Ihre Frau denkt da genauso wie ich bestimmt. Warten wir's ab, Frau Heise. Manchmal sind auch Frauen verschieden. Frau Heise, Sie haben mir da so einen zweiten Stapel auf den Schreibtisch gelegt. Von Ihrer Frau? Wer soll den sonst bearbeiten? Wer sonst? Herr Professor Gröbe? Bitte. 1.000, 1, 2, 3, 5, 2.000? Ja. Sag er, sag er. Hallo Heise, ist mein Bruder da? Oh, hallo Sascha.
Der Herr Direktor ist da, aber ich weiß nicht, ob er zu sprechen ist. So ein Blödsinn. Wenn er da ist, ist er für mich auch zu sprechen. Grüß dich, Bruderherz. Darf ich vorstellen, Dr. Sagerer, Direktor der Bayernbank, Petra Oberländer, ganz gute Bekannte von mir. Herr Dr. Sagerer, freut mich, Sie kennenzulernen. Grüß Gott, ja, freut mich auch. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Und was kann ich denn für Sie tun? Ich führe seit geraumer Zeit als Pächterin mehrere Boutiquen. Sehr erfolgreiche Boutiquen, ich schwöre das. Und ich habe nun die Gelegenheit, die gesamte Kette mit Modellen der Marke Olivieri, ich weiß Marke nicht, Olivieri kennt jeder Mensch. Die gesamte Kette zu erwerben. Ich habe in Bologna einen starken Partner und benötige jetzt als Vorfinanzierung ein Drittel der Kaufsumme. Ja, zwei Drittel sind gebongt. Bologna. Wie hoch ist denn die Gesamtkaufsumme? 3 Millionen. Das heißt, Sie wünschen einen Kredit über 1 Million Mark. Genau. Selbstverständlich biete ich alle möglichen Sicherheiten. Die Pachtverträge, Optionsvereinbarungen und ein Letter of Credit der Banco de Apennino in Bologna. Banco de Apennino. Eigentlich wollte die Petra zur Deutschen Bank. Aber wie gesagt, kommt gar nicht in Frage. Wie geht's zu meinem Bruder? Ist doch das Bombengeschäft für dich, oder? Er setzt sich da immer so für mich ein. Ja, Frau Oberländer, ich muss sagen, das Projekt klingt an für sich sehr interessant. Bringen Sie mir doch die Unterlagen, dann prüfen wir das und dann sehe ich eigentlich ganz gute Chancen für Ihren Kredit. Vorausgesetzt, die Münchner Zentrale gibt ihr okay, die wissen da immer noch so, ihr Hackerl machen das. Ach, das machst du schon. Ja, es war kurz. Ich danke Ihnen, wir sehen uns mal wieder. Ja, wiederschauen. Wiederschauen. Frau Oberländer. So, Fanny, ab jetzt ernähren wir uns ganz anders. Und warum? Ja, komm mal her. Ja, komm schon. Das ist unser neuer Ernährungsplan. Oje, das ist schwarz. Wahrscheinlich kein Fleisch mehr, keine gute Butter, keine Sahne und so weiter und so weiter. Fanny, in Zukunft werden eben mehr Kohlenhydrate gegessen. Zum Beispiel Gemüse, Salat, Reis, Nudeln und Kartoffeln. Ja, fertig, gut. Da werden unsere Mannsbilder erfreut haben. Die werden sie eben dran gewöhnen müssen. Ja, und wie ist es dann mit den Süßigkeiten? Dafür wird eben mehr Obst und rohes Gemüse gegessen. Wirst sehen, wie gut das geht. Ach, Frau Julia. Soll man in den Ernährungsplan die Kalorien in Kalorien eintragen oder in Jule? So wie es heutzutage immer auf der Packung steckt. Das ist mir wurscht, aber so wird's gemacht. Aha. Sei froh, dass du der Hund bist, Charlie. Nein, kein Anliegen. Ich finde, Jackett und Hose passen da für dich. Du hast vollkommen recht. Das ist was für meinen Bruder, so was Graues. Das ist was für mich, ja? Wir nehmen den blauen. Ja, nehmen wir den blauen. Warum nicht blau, gell? Blau, blau, blau. Ui, schau schon, ja. Ein wenig seriöser steht dir wirklich gut. Jetzt brauchen wir noch Hemden. Wie schaut's eigentlich aus mit den Schuhen? Ich weiß nicht genau, ob die Schuhe dazu passen. In einem sehr guten Schuhladen, da fahren wir nachher hin. Alt-Rosa ist nicht schlecht. Ja, und was ist mit Schwarz? Schwarz ist da eine schöne Farbe. Schwarz ist für den Pyjama. So, jetzt brauchen wir Krawatten. Die ist nicht schlecht, aber die gefällt mir noch besser. Wir nehmen die zwei. Weißt du was? Das ist genau auf das, was ich stehe. Was? Mit den Krawatten, da schaue ich aus wie der Bankersager. Wäre das so schlimm? Ja, schlimm wär's nicht. Für dich würde ich sogar in Hamburger Großräder spielen. Ich bin mit dieser Krawatte einverstanden, unter einer Bedingung. Ja, und die wäre? Dass du dir all diese Sachen von mir schenken lässt. Überredet. Aber die kaufen wir selber. Überredet. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Oh, ein guter Anspruch, der könnte glatt von mir sein. Hier, Fanny. Trink das. Eine halbe Ewigkeit arbeite ich jetzt schon für die Familie. Und immer habe ich alles recht gemacht. Ja, und heute ist Julia den ersten Tag zu Hause. Ne? Und schon weiß sie alles besser. Genau so ist es.
Aber von mir aus soll sie doch alles besser wissen, aber besser machen kann sie es nicht, weil im Haushalt, da macht mir keiner was vor. Da kenne ich mich aus, das darfst du mir glauben. Also das treibt mich direkt auf die Palme, treibt mich das. Ich glaub's ja, Fanny, wirklich. Aber jetzt kommst du erst mal runter von deiner Palme, ne? Und wirst ganz ruhig. Mit deinem oberbayerischen Temperament machst du mich ja ganz verrückt. Ne? Jetzt trinken wir noch ein Schlückchen und dann sortieren wir die Gedanken wie die Fische. Immer hübsch in die richtige Kiste. Ach, wenn ich dich nicht hätte, Alfred. Also heute ist sie den ersten Tag zu Hause. Und wenn ich richtig verstanden habe, nimmt sie sich ein Programm für mindestens eine Woche vor. Ne? Ja, da übernimmt sie sich doch. Soll sie sich ruhig übernehmen. Ja, doch, doch, lass sie mal machen. Alles, was sie will. Und zwischendurch stellst du ihr noch 1000 Fragen. Nach jedem Schied fragst du sie extra, bis sie alles über den Kopf wächst. Verstehst du? Du Schlaumeier. Maximilian! Hey, Maximilian, kommst mit? Hey, Konitz, ich muss noch Hausaufgaben machen. So, gut, Stindl, werden wir schon noch brauchen. Okay. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ja, arme Schwein. Du musst das schon mit deiner Mutter lernen. Oh, Mann. Jetzt schau nicht zu. Nur noch Lateinvokabeln, dann haben wir es schon. Ich bin. Sum. Du bist. Is. Wir sind. Sumus. Ihr seid. Ist es. Sie sind. Wie komme ich in der Bank eigentlich ohne dich zurecht? Darüber macht er mal keine Sorgen. Wir sind jetzt bei Latein. Also, das Volk. Ist das alles? Ich denke, du wolltest einkaufen. Ja. Aber das habe ich nicht können. Das heißt, das habe ich nicht verantworten können, wegen unserem neuen Ernährungsplan. Wissen Sie, ich habe jetzt zuerst einmal von verschiedenen Lebensmitteln die Werte aufgeschrieben. Also zum Beispiel Joule, Kalorien, Gewichte und so weiter und so weiter. Schauen Sie es Ihnen an und dann sagen Sie mal, was ich kaufen soll, gell? Die Fanny, jetzt stell dich doch nicht so an. Mama, wir machen dann später weiter, oder? Ist gut. Schleich dich. Fanny, du brauchst es. Sag mal, ihr zwei wollt's mir doch nicht verscheißen, oder? Ja, bitte. Gratuliere, Herr Glotz. Neuer Wagen. Profi-Wagen. Also günstig gekauft. Ja, so kann man das auch sagen, ne? Ja. Nehmen Sie ihn auch zum Flügen? Ich meine, weil es ein Geländewagen ist? Obwohl das könnte, nee. Aber ich muss ja jetzt immer nach Mecklenburg rüber. Und da gibt es ja tiefere Furchen in den Straßen als bei mir auf dem Acker, ne? Ich verstehe. Der Herr Glotz steigt jetzt groß ins Ostgeschäft. Nein, nicht ganz, Herr Löhlein. Nicht ganz. In meinem nächsten Leben werde ich nicht Portier, sondern Kunde der Bank. Dann schaffe ich mir so einen Schlitten an, schnall mir ein Surfbrett aufs Dach und fahre am Jungfernstieg spazieren. Und lass mich von den Mädchen bewundern. Oh, hallo, Herr Glotz. Ah, Tag, Frau Heise. Na, wie geht's? Raus! Ist sie da? Nein, leider. So, ja, dann warte ich hier ein bisschen, ne? Wenn Sie nichts dagegen haben, halte ich Sie ein bisschen von der Arbeit ab. Ich habe nichts dagegen, aber das Warten hat keinen Sinn. Wie, hat keinen Sinn? Frau Sagerer kommt nicht. Was heißt das? Sie kommt nicht. Sie ist zu Hause und kommt nicht wieder. Das heißt es. Ja, aber das geht doch nicht. Ich meine, ich kann doch nicht zu Hause bleiben, wenn ich Sie hier dringend brauche. Ich meine, was ist denn das für eine Bank, wenn meine Beraterin nicht da ist? Aber Herr Glotz. Also so geht das nicht. So kann er nun nicht! Ja, grüß Gott, Herr Glotz. Der liebe Gott kann da auch nicht helfen. Aber vielleicht kann
ich was für Sie tun? Glaub nicht. Aber ich überlege es mir noch mal. Ja, schieß dann. Was hat er denn? Ein Schock, glaube ich. Ein Schock? Wieso das? Weil Ihre Frau nicht mehr da ist. So schnell stellt sich ein norddeutscher Bauer nicht um. Das werde aber wohl müssen. Mach aus meinem Kaffee, Frau Heiser. Gern. Von wegen müssen. Wenn sich der Dr. Sagerer da mal nicht irrt, der kennt die Bauern nicht. Im Baugeschäft macht ihm vielleicht keiner was vor, aber vom Menschen versteht seine Frau mehr. Und manche Kunden brauchen eben beides. Herr Glotz, Sie sehen hier auf einmal aus, als wäre heute Freitag der 13. Warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass Frau Sagerer nicht mehr da ist? Wir können es alle noch gar nicht fassen. Keiner kennt sich bei mir so aus wie Frau Sagerer. Abteistraße 23. Was? Guten Tag, der Herr, und gute Fahrt. Der ist schon mal gar nicht so prägenklüderig. Das ist ein Schlingel, Abteistraße. Max? Maximilian? Bleib mal stehen. Herr Sagerer, darf sich daran erinnern, dass der Sturzhelm nicht für den Gepäckträger ist, sondern für deinen Kopf? Setz ihn halt auf. Zufrieden? Nein. Zumachen muss ich schon. So. Mir leid, komm. Ist das in Ordnung? Ja. Bist du sicher? Ja. Da wieder. Ja, dann tschüss. In deinem Alter ist das Radfahren doch noch ein bisschen gefährlich. Mami! Nein, wolltest du dir weg? Mann, geh mal schon dir weg. Willst du auch eins haben? Willst du eins haben, schickst du deine Bille eins. Tag, Herr Kammerer. Tag. Ach, Heisen. Guten Tag. Herr Doktor, Ihr Bruder. Ja, gut. Wir werden erwartet. Mach schon mal Kaffee. Ich würde die Unterlagen ganz gern da behalten und kopieren, falls Sie nichts dagegen haben. Warum sollte ich? Sie sind hier in den besten Händen. Dann werde ich heute noch mit München über Ihren Kreditwunsch sprechen. Fein. Dann könnte ich vielleicht morgen schon... Das Beste ist, rufen Sie mich doch morgen früh so ab 9:30 an. Ja. Oder kann ich Sie irgendwo erreichen? Ja. Ja, natürlich bei mir. Aber ruf nicht so zeitig an. Ich persönlich aber mit Mode gar nicht so viel am Hut. Sie sind wunderbar gekleidet, so. Aber wenn Sie mögen, ich berate Sie gerne. Der Kaffee? Ah, danke, Frau Heise. Bitte? Der Trendsetter ist bezüglich. Vielen Dank, Sascha. Wünschen Sie noch etwas? Dankeschön, Frau Heise. Wollen Sie vielleicht einen Cognac? Ach nein, der Kaffee genügt. Milch hätte ich gern. Bitte schön. Oh, schau mal, ich glaube, wir haben Besuch. Der Bauer Glotz ist da. Was? Glotz heißt der. Ja, Herr Glotz. Frau Sagerer. Na? Grüß Gott. Und warum sind wir nicht mehr bei der Bank? Tja, ich habe was anderes überlegt. Schon wieder ein Kind? Nein, ich möchte mal nur Hausfrau und Mutter sein. Aber nehmen Sie Platz. Haben Sie schon... Ach,
Ja, Fanny hat mich bestens versorgt. Tja, Frau Sagerer, wenn Sie nun nicht mehr bei der Bank arbeiten, dann brauche ich ja nicht mehr nach Hamburg rein, ne? Dann kann ich mich auch eine Bank auf dem Land suchen. Herr Klotz, haben Sie Probleme mit dem Hof? Ich nicht. Jetzt geht's um meinen Bruder, Karl-Heinz, aus Barnim. Das liegt in Mecklenburg. Hat der auch eine Landwirtschaft? Naja, nicht? Frühere DDR, so eine LPG, also wie bei den Russen, so eine Kolchose, ne? Und, was möchte der jetzt machen? Gemüseanbau. Und ich dachte, wir beliefern die Märkte in Schwerin und Hamburg. Weil hier habe ich ja die besten Beziehungen. Gemüseanbau? Puh, da gibt's ja große Konkurrenz. Das Zeug kommt aus ganz Europa. Keine Sorge. Ökologischer Anbau. Nicht so ein Treibhausplastikzeugs aus Holland, ne? Dazu braucht man einen kerngesunden Boden. Den haben wir ja. So ein Randgebiet. Kam früher kein Mensch hin. Also auch kein Gift. Ich bringe Ihnen dann mal einen ganz gesunden Apfel mit, ne? Also, dann schauen wir mal. Wissen Sie denn ein bisschen, was Ihr Bruder hat? So Boden und Wald und so, meine ich. Ja, ich habe mir das alles mal hier aufgeschrieben und notiert. Ja. Und wir können Hektar mal anfangen. Oder sowas? Ja, Hektar habe ich dabei. Gibt's denn Wald? Wald ist auch da. Ich weiß gar nicht, warum Sie so misstrauisch sind, Dr. Sagerer. Das Material sieht doch sehr gut aus. Kann ich Ihnen das auch nicht so erklären? Das ist mehr so ein Gefühl. Die Dame wirkt absolut überzeugend, aber trotzdem. Wenn wir Banker uns immer von unseren Gefühlen leiten ließen, dann gäbe es bald keine Banken mehr. Ja, da haben Sie natürlich auch wieder recht. Es ist doch eine Tatsache, dass Modeboutiquen, wenn sie Trendsetter sind, doch eine Goldadern sein können. Ja, ja, also Sie haben da schon recht, aber also Olivieri, Olivieri, das habe ich bisher noch nie gehört. Warten Sie, wir machen einen Test. Warum? Fräulein Winter? Sagt Ihnen der Name Olivieri was? Olivieri, aber ja. Aber ja, das ist die Innenboutique der Saison. In der Tiatiner Straße, eine ganz verrückte. Na, haben Sie es gehört? Ja, ja, Sie haben da schon recht. Das war ja auch nur mehr so ein Gefühl. Werden Sie mir das okay noch schriftlich geben? Ja, danke schön. Wiederhören, Herr Dr. Fiedler. Frau Heise? Ja? Frau Heise, suchen Sie mir doch die Adresse von einer Olivieri-Boutique hier in Hamburg raus. Olivieri? Ich glaube im Hansöferl. Ich schau gleich nach. Komm, schauen wir mal rein. So, ich brauch doch nichts. Ja, jetzt komm doch mal mit. Wann interessierst du dich für Mode? Der Laden interessiert mich schon. Guten Tag. Kann ich Ihnen behilflich sein? Danke schön, wir wollen uns bloß ein bisschen umschauen. Ja, bitte. So bloß umschauen, vielleicht finde ich doch was. Guten Tag. Das kommt dauern. Das waren jetzt, glaube ich, 5-6 Zentimeter. Ja. Wie sieht es mit dem Schlitz aus? Wollen Sie den in der Länge so erhalten haben oder wollen Sie ihn auch gleich mit gekürzt haben? Etwas? Ich weiß nicht, gehen wir so. Aber natürlich, wenn Ralf. Aber wir können den Schlitz auch nicht. Wie findest du das? Vielleicht ein bisschen mehr. Gut, ja. Das ist schon schöner. Sehr gut ist das. Mir erscheint er auch ein bisschen anders. Christine, würden Sie das bitte übernehmen und nachher? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Herr Dr. Sagerer, das ist aber sehr nett, dass Sie mich besuchen. Wir, das heißt, meine Frau, wir waren gerade auf einem Einkaufsmummel in der Gegend und dann. Und bei der Gelegenheit, wie das so ist. Nun, wie ist Ihr Urteil? Bin ich kreditwürdig? Ja, ich denke schon. In ein, zwei Tagen wird die Bewilligung aus München wohl da sein. Frau Feller, behalten Sie doch bitte Platz. Ja, danke schön. Jedenfalls vor dem Anprobieren war es noch. Es ist immer dasselbe. Man darf den Ehemann nicht mitnehmen zum Einkaufen. Da haben Sie recht. Danke. Bringen Sie bitte noch ein drittes. Danke. Leider nichts dabei für mich.
Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen gerne. Ich bin sicher, wir finden was. Darf ich vorstellen? Frau Oberländer ist meine Frau. Freut mich sehr. Gut. Guten Tag. Bitte schön. Danke. Darf ich Ihnen das anbieten? Oh, danke schön. Auf Ihr Wohl. Auf Ihren großen Plan. Dankeschön. Wie findest du die? Nett. Also wirklich. Da lernt mein damischer Bruder endlich mal eine akzeptable Frau kennen. Und was machst du? Du mäkelst dann hier rum. Wieso? Ich hab doch gesagt, dass ich's nett finde. Ja, aber wie? Du hörst wieder mal das Gras wachsen. Obsten so umeinander mitten in der Nacht. Das kommt halt endlich ins Bett. Wenn ich es heute mache, dann muss ich es morgen machen. Außerdem, ich bin auch todmüde, so ist es nicht. Von was, bitteschön? Immerhin habe ich heute für dich gearbeitet. Gearbeitet? Also geholfen hast man nicht gerade in der Boutique. Ja, du weißt doch. Solche Leute sind nichts für mich. Wieso? Zu viel Effekthascherei. Seitdem du Hausfrau geworden bist, scheinst du deinen geschäftlichen Spürsinn total verloren zu haben. Was heißt denn hier Hausfrau? Immerhin habe ich heute 4 Kunden beraten. 3 telefonisch und einen habe ich sogar persönlich hier empfangen. Das kann nur der Bauer Glotz gewesen sein. Genau. Er ist ja richtig ausgerissen von mir heute. Pass mir auf, dass du nicht alle meine Kunden verlierst. Denn die Kleinen sind genauso wichtig wie die Großen. Sogar noch wichtiger. Denn die Großen verstehen selbst genug vom Geld. Sonst wären sie ja nicht groß geworden. Richtig. Möchtest du mir jetzt Nachhilfeunterricht geben wie dem Maxl? Wieso? Hat er sie beschwert? Nicht direkt. Er hat mich nur gefragt, ob ich die Mami nicht wieder in der Bank einstellen könnte. Was soll denn das heißen? Denk er damit drüber nach. Gehe ich euch vielleicht auf die Nerven? Also, wie kommst du auf sowas? Ja, Schatzi, Mami kommt schon. Die Mami kommt gleich. Nicht gleich. Und auf welchen Berg soll es denn gehen? Nun, auf den Blankenstein und Rüsterkogel und dann über Hinterhofbach wieder raus. Oh, da wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen, gnädige Frau. Bitte, hier Ihre Lektüre. Ja, wollen Sie sich nicht zu mir setzen auf einen Kaffee? Ja, bitte. Gerne. Fräulein, einen Kaffee für die gnädige Frau, ja? Ja, sofort. Nun, wie fühlt sich unsere Julia am Küchenherd? Ach, Sie wissen, dass Sie... Alles. Immer alles. Fast alles. Ja, natürlich gut. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Julia sehr bald zur Bank zurückkehren wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Bitte schön. Danke, Steffi. Bitte sehr. Dankeschön. Dass meine Tochter auf einen Platz zurückkehrt, den sie freiwillig aufgegeben hat. Ja, so freiwillig war es ja nicht. Außerdem muss sie ja nicht auf denselben Platz zurück. Es gibt noch so manche andere Banken in Hamburg. Zum Beispiel das Bankhaus Vandalen Vandalen. Selbstverständlich. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie dahingehend Einfluss nehmen könnten. Aber lieber Herr Vandalen, eine Mutter sieht doch ihre Tochter viel lieber bei den Enkelkindern als im Büro. Auch wenn das Büro in Ihrem Bankhaus ist. Es wird sich zeigen, wer die Frau besser kennt. Guten Tag. Tag.
Mädchen, jetzt haben wir Ihre Kontonummer. Und an wen wollen Sie überweisen? Hab ich doch schon gesagt, an meinen Enkel. Klaus-Peter Schmidtchen. Aber nein, das ist ja der Sohn meiner Tochter, die war mit dem Stefan verheiratet. Ja, bitte, das weiß man nicht so genau. Der Zentralbank hat betragen Ende der Woche. Und so, jetzt unterschreiben Sie bitte. Bitte. Wiedersehen. Guten Tag. Eine kleine Barauszahlung und der Rest auf dieses Konto in Mailand. Jawohl. Und wie viel möchten Sie abheben? 10.000, habe ich das nicht aufgeschrieben? Doch. Oh ja, doch. Bleibt der Rest 990.000? Ja. Auf das Konto in Mailand. Ja. Einen Augenblick, bitte. Bitte. Ist der Dr. Sagerer zu sprechen? Ja. Ist was mit ihr? Vielleicht mehr mit mir. Große Summen sehe ich lieber reingehen als rausgehen. Muss eine Schwäche von mir sein. Viel Geld? Genug. Darf ich? Ja, was gibt's denn? Eine Auszahlung und eine Überweisung, für die ich Ihre Unterschrift brauche. Ah, da, schau her, die Frau Oberländer. Mhm. Nur 10.000 Bar, das ist ja erstaunlich. Weiß Gott, erstaunlich. Aber mich geht's ja nichts an. Wenn die Unterschriften stimmen, dann zahle ich auch aus. Auch wenn's weh tut, auch ins Ausland. Jetzt kratzen uns nicht umeinander, Kramer. Der Kredit ist in Ordnung. Der ist von München extra bestätigt und genehmigt. Ja, ich habe nichts gesagt. Aber Mailand? Der geht nach Mailand, nicht nach Bologna. Danke. Grammeier, ist mein Bruder eigentlich auch da? Nein, jedenfalls noch nicht in der Bank. Na, Herr Grollmann. Schönen guten Tag, Frau Heise. Ach, Herr Grollmann. Sie sehen wieder zauberhaft aus heute. Danke, Herr Grollmann. Kann ich zu Frau Sagerer? Tut mir leid. Frau Sagerer ist nicht mehr da. Was soll das heißen? Sie ist nicht mehr da. Sie hat uns verlassen. Ach, Sie machen Scherze, Frau Heise. Sie wollen doch nicht sagen, dass Frau Sagerer die Bayernbank verlassen hat. Doch, aber der Herr Dr. Sagerer ist da. Vielleicht wollen Sie ja mit ihm sprechen. Und ob ich das will. So, da sind zunächst Ihre 10.000. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8. Sie verkennen offenbar die Situation, Herr Dr. Sagerer. Eine Position wie die Ihrer Frau hier in der Bank, die kann man doch nicht einfach streichen. Die Position ist nicht gestrichen, Herr Grollmann. Die wird von anderen Mitarbeitern, darunter auch von mir, wahrgenommen. Aber wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Aber Sie sind nicht Ihre Gattin. Ja, Gott sei Dank. Es hat sich da ein gewisses Vertrauensverhältnis gebildet. Und das kann man nicht so leicht ersetzen. Es steht zu befürchten, ich meine, für Ihre Bank steht zu befürchten, dass einige Ihrer Kunden Ihnen abspringen werden. Ich werde mir erlauben, Ihre Direktion in München von meinen Bedenken in Kenntnis zu setzen. Ich wünsche noch einen guten Tag und bitte meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Aber, Danke. Sie, geben Sie mir doch noch einmal die Unterlagen von der Petra Oberländer und suchen schon mal die Telefonverbindung zur Banco di Apennino in Bologna raus. Mhm. Na, was hört man denn so aus Hamburg? Erfolge, wie immer Erfolge. Keine Probleme seit dem Weggang von Julia Sagerer? Keine. Oder wissen Sie mehr als ich? Vielleicht. Mich hat gestern eine Warnung erreicht, dass manche Ihrer persönlichen Kunden die Bank wechseln könnten. Ohne Bedeutung. Sicher alles nur kleinere Kunden. Wenn aber einer der großen Immobilienhändler Hamburgs die Bayernbank verlässt, dann könnte das sehr wohl von Bedeutung sein. Grollmann? Ja. Solch ein Mann kann eine Lawine auslösen. Glauben Sie mir, wir sollten schnell für Ersatz sorgen. Was ist mit dieser Frau Kaulbach? Sie ist nicht abgeneigt, nach Hamburg zu gehen. Also, bleiben Sie am Ball. Oh,
Dr. Fiedler, endlich. Sie möchten unbedingt in Hamburg Dr. Sager anrufen. Sei sehr dringend. Ja gut, stellen Sie mir die Verbindung her. Mach ich, ja. Herr Dr. Fiedler, grüß Gott, Sager. Ja, Herr Dr. Fiedler, Sie erinnern sich doch an die Frau Oberländer, Petra Oberländer. Genau. Die hat den ihr bewilligten Kredit komplett transferieren wollen ins Ausland. Ich weiß, dass sie darüber verfügen konnte, aber passen Sie auf. Ich habe mich daraufhin mit der italienischen Bank in Verbindung gesetzt. Ja, in Bologna, genau, Banco di Apennino. Aber jetzt kommt das Schärfste. Der Kreditbrief ist gefälscht. Ja. Ja, von einem Angestellten, den Sie vor 2 Jahren rausgeschmissen haben. Und die Unterschrift unter dem Kaufvertrag, die ist höchstwahrscheinlich auch gefälscht. Jedenfalls weiß man bei Olivieri von einem Verkauf nichts. Und Sie sind drauf reingefallen? Also, Moment mal, wieso? Ich Sie doch genauso. Sie haben doch die Kreditzusage selber bestätigt. Aufgrund der von Ihnen gelieferten Kopien. Aber was viel wichtiger ist, haben Sie schon Anzeige erstattet? Nein, noch nicht. Sind Sie wahnsinnig? Bei 1 Million? Nein. 10.000, Herr Kollege. Der große Batzen ist Gott sei Dank noch in Hamburg. Herr Direktor, kommen Sie heute noch mal wieder, falls jemand nach Ihnen fragen sollte. Haben Sie einen Bruder? Ich? Nein. Seid's froh. Wieso? Wahrscheinlich zum nächsten Deppen, weil so eine wie die, die findet immer wieder einen. Ja, die braucht nur einmal mit dem Arsch wackeln, dann hat schon einen. Aber du warst noch viel blöder, weil du hast dir die Million gegeben. Darf ich dir mal sagen, warum ich auf diese Petra Oberländer reingefahren bin? Darf ich dir das mal sagen? Es war nämlich deinetwegen. Meinetwegen? Ja, deinetwegen, weil... Aber ich habe die Million nicht, sondern sie. Wirklich, ich... Depp, ich hab die Illusion gehabt, dass aus meinem damischen Bruder vielleicht irgendwann einmal ein ordentlicher Mensch wird. So ein Sesselfurzer wie du bist, oder? Lass uns mal den ganzen Krempel, die ganzen Klamotten von der Frau Oberländer. Kannst auf ihr Konto kannst du drauf tun, bei deiner Bank. Aber die Krawatten, die gehört mir, gell? Die hab ich selber bezahlt. Weißt du was? Bleib so, wie du bist. Aber komm nie wieder mit einer Dame zu mir ins Büro. Okay. Großes Biker-Ehrenwort. Fanny, ab jetzt ernähren wir uns ganz anders. Und warum? Ja, komm mal her. Ja, komm schon. Das ist unser neuer Ernährungsplan. Oje, das ist schwarz. Wahrscheinlich kein Fleisch mehr, keine gute Butter, keine Sahne und so weiter und so weiter. In Zukunft werden eben mehr Kohlenhydrate gegessen. Zum Beispiel Gemüse, Salat, Reis, Nudeln und Kartoffeln.
Ja, fertig, gut. Er werden unsere Mannsbilder erfreut haben. Die werden sie eben dran gewöhnen müssen. Ja, und wie ist es dann mit den Süßigkeiten? Dafür wird eben mehr Obst und rohes Gemüse gegessen. Wirst sehen, wie gut das geht. Ach, Frau Julia, soll man in den Ernährungsplan die Kalorien in Kalorien eintragen oder in Jule? So wie es heutzutage immer auf der Packung steckt. Das ist mir wurscht, aber so wird's gemacht. Sei froh, dass du der Hund bist, Charlie. Nein, kein Anliegen. Ich finde, Jackett und Hose passen da für dich. Du hast vollkommen recht. Das ist was für meinen Bruder, so was Graues. Das ist was für mich, ja? Wir nehmen den Blauen. Ja, nehmen wir den Blauen. Warum nicht blau, gell? Blau, blau, blau. Ich schon, ja. Ein wenig seriöser steht dir wirklich gut. Jetzt brauchen wir noch Hemden. Wie schaut's eigentlich aus mit den Schuhen? Ich weiß nicht genau, ob die Schuhe dazu passen. Wir haben einen sehr guten Schuhladen, da fahren wir nachher hin. Altrosa ist nicht schlecht. Ja, und was ist mit Schwarz? Schwarz ist da eine schöne Farbe. Schwarz ist für den Pyjama. So, jetzt brauchen wir Krawatten. Die ist nicht schlecht. Aber die gefällt mir noch besser. Wir nehmen die zwei. Weißt du was? Das ist genau auf das, was ich stehe. Was? Mit den Krawatten, da schaue ich aus wie der Bankersager. Wäre das so schlimm? Ja, schlimm wär's nicht. Für dich würde ich sogar einen Hamburger Großräder spielen. Ich bin mit dieser Krawatte einverstanden, unter einer Bedingung. Ja, und die wäre? Dass du dir all diese Sachen von mir schenken lässt. Okay. Überredet. Aber die kaufen wir selber. Überredet. Der Sorgenhand hat auch Likör. Oh, gut, der Spruch, der könnte glatt von mir sein. Hier, Fanny. Trink das. Die Tochter viel lieber bei den Enkelkindern als im Büro. Auch wenn das Büro in ihrem Bankhaus ist. Es wird sich zeigen, wer die Frau besser kennt. Mädchen, jetzt haben wir Ihre Kontonummer. Und an wen wollen Sie überweisen? Hab ich doch schon gesagt, an meinen Enkel. Klaus-Peter Schmidtchen. Aber nein, das ist doch der Sohn meiner Tochter, die war mit dem Stefan verheiratet. Ich glaube, Kollege, das weiß man nicht so genau. Der Zentralbank hat betragen Ende der Woche. Und so, jetzt unterschreiben Sie bitte. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Eine kleine Barauszahlung und der Rest auf dieses Konto in Mailand. Jawohl. Und wie viel möchten Sie abheben? 10.000, habe ich das nicht aufgeschrieben? Doch. Oh ja, doch. Bleibt der Rest 990.000? Ja. Auf das Konto in Mailand. Ja. Ein Augenblick, bitte. Bitte. Ist der Dr. Sager zu sprechen? Ja. Ist was mit ihr? Vielleicht mehr mit mir. Große Summen sehe ich lieber reingehen als rausgehen. Muss ja schwächer von mir sein. Viel Geld? Genug. Darf ich? Ja, was gibt's denn? Eine Auszahlung und eine Überweisung, für die ich Ihre Unterschrift brauche. Ah, da steht hier die Frau Oberlinde. Mhm. Nur 10.000 Bar, das ist ja erstaunlich. Weiß Gott, erstaunlich. Aber mich geht's ja nichts an. Wenn die Unterschriften stimmen, dann zahle ich aus. Auch wenn's weh tut, auch ins Ausland. Jetzt krampelt's nicht umeinander. Kramer, der Kredit ist in Ordnung. Er ist von München extra bestätigt und genehmigt. Ja, ich habe nichts gesagt. Aber Mailand? Ja,
Ticket nach Mailand, nicht nach Bologna. Danke. Grammeier, ist mein Bruder eigentlich auch da? Nein, jedenfalls noch nicht in der Bank. Ach, Herr Grohlmann! Grüß Gott. Und warum sind wir nicht mehr bei der Bank? Tja, ihr habt was alles überlegt. Schon wieder ein Kind? Nein, ich möchte mal nur Hausfrau und Mutter sein. Aber nehmen Sie Platz. Haben Sie schon... Ach! Ja, Fanny hat mich bestens versorgt. Tja, Frau Sagerer, wenn Sie nun nicht mehr bei der Bank arbeiten, dann brauche ich ja nicht mehr nach Hamburg rein, ne? Dann kann ich mich auch eine Bank auf dem Land suchen. Herr Klotz, haben Sie Probleme mit dem Hof? Nee, ich nicht. Jetzt geht's um meinen Bruder, Karl-Heinz, aus Barnim. Das liegt in Mecklenburg. Hat der auch eine Landwirtschaft? Naja, nicht? Frühere DDR, so eine LPG, also wie bei den Russen, so eine Kolchose, ne? Und was möchte der jetzt machen? Gemüseanbau. Und ich dachte, wir beliefern die Märkte in Schwerin und Hamburg. Weil hier habe ich ja die besten Beziehungen. Gemüseanbau? Puh, da gibt es ja große Konkurrenz. Das Zeug kommt aus ganz Europa. Keine Sorge. Ökologischer Anbau. Nicht so ein Treibhausplastikzeugs aus Holland, ne? Dazu braucht man einen kerngesunden Boden. Den haben wir ja. So ein Randgebiet. Kam früher kein Mensch hin. Also auch kein Gift. Ich bringe Ihnen dann mal einen ganz gesunden Apfel mit, ne? Also, dann schauen wir mal. Wissen Sie denn ein bisschen, was Ihr Bruder hat? So Boden und Wald und so, meine ich. Ja, ich habe mir das alles mal hier aufgeschrieben und notiert. Ja. Wir können Hektar mal anfangen. Hektar oder sowas? Ja, Hektar habe ich dabei. Gibt's einen Wald? Wald ist auch da. Ich weiß gar nicht, warum Sie so misstrauisch sind, Dr. Sager. Das Material sieht doch sehr gut aus. Ich kann Ihnen das auch nicht erklären. Das ist mehr so ein Gefühl. Die Dame wirkt absolut überzeugend, aber trotzdem. Wenn wir Banker uns immer von unseren Gefühlen leiten ließen, dann gäbe es bald keine Banken mehr. Ja, da haben Sie natürlich auch wieder recht. Es ist doch eine Tatsache, dass Modeboutiquen, wenn sie Trendsetter sind, reine Goldadern sein können. Ja, ja, also Sie haben da schon recht, aber also Olivieri, das habe ich bisher noch nie gehört. Warten Sie, wir machen einen Test. Frau Rohrmoser, Fräulein Winter. Sagt Ihnen der Name Olivieri was? Olivieri, aber ja. Das ist die Innenboutique der Saison. In der Tiatiner Straße, eine ganz verrückte. Na, haben Sie es gehört? Ja, Sie haben da schon recht. Das war ja auch nur mehr so ein Gefühl. Werden Sie mir das okay noch schriftlich geben? Ja, danke schön. Wiederhören, Herr Dr. Fiedler. Frau Heise? Ja? Frau Heise. Suchen Sie mir doch die Adresse von einer Olivieri-Boutique hier in Hamburg raus. Olivieri? Ich glaube im Hansviertel. Ich schau gleich nach. Aber der Herr Dr. Sager ist da. Vielleicht wollen Sie ja mit ihm sprechen. Und ob ich das will. So, da sind zunächst Ihre 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie verkennen offenbar die Situation, Herr Dr. Sagerer. Eine Position wie die Ihrer Frau hier in der Bank, die kann man doch nicht einfach streichen. Die Position ist nicht gestrichen, Herr Gollmann. Die wird von anderen Mitarbeitern, darunter auch von mir, wahrgenommen. Aber wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Aber Sie sind nicht Ihre Gattin. Ja, Gott sei Dank. Es hat sich da ein gewisses Vertrauensverhältnis gebildet. Und das kann man nicht so leicht ersetzen. Es steht zu befürchten, ich meine für Ihre Bank, steht zu befürchten, dass einige Ihrer Kunden Ihnen abspringen werden. Ich werde mir erlauben, Ihre Direktion in München von meinen Bedenken in Kenntnis zu setzen. Ich wünsche noch einen guten Tag und bitte meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Danke. Also, geben Sie mir doch noch einmal die Unterlagen von der Petra Oberländer. Und suchen schon mal die Telefonverbindung zur Banco di Apennino in Bologna raus. Mhm. Na, was hört man denn so aus Hamburg? Erfolge, wie immer Erfolge. Keine Probleme seit dem Weggang von Julia Sagerer? Keine. Oder wissen Sie mehr als ich? Vielleicht. Mich hat gestern eine Warnung erreicht, dass manche Ihrer persönlichen Kunden die Bank wechseln könnten. Ohne Bedeutung.
Sicher alles nur kleinere Kunden. Wenn aber einer der großen Immobilienhändler Hamburgs die Bayernbank verlässt, dann könnte das sehr wohl von Bedeutung sein. Grollmann? Ja. Solch ein Mann kann eine Lawine auslösen. Glauben Sie mir, wir sollten schnell für Ersatz sorgen. Was ist mit dieser Frau Kaulbach? Sie ist nicht abgeneigt, nach Hamburg zu gehen. Also, bleiben Sie am Ball. Oh, Dr. Fiedler, endlich. Sie möchten unbedingt in Hamburg Dr. Sager anrufen. Sei sehr dringend. Ja gut, stellen Sie mir die Verbindung her. Mach ich, ja. Herr Dr. Fiedler, grüß Gott, Sagere. Ja, Herr Dr. Fiedler, Sie erinnern sich doch an die Frau Oberländer, Petra Oberländer. Genau. Die hat den ihr bewilligten Kredit komplett transferieren wollen ins Ausland. Ja, ich weiß, dass sie darüber verfügen konnte, aber passen Sie auf. Ich habe mich daraufhin mit der italienischen Bank in Verbindung gesetzt. Ja, in Bologna, genau, Banco di Appennino. Aber jetzt kommt das Schärfste. Der Kreditbrief ist gefälscht. Ja. Ja, von einem Angestellten, den Sie vor 2 Jahren rausgeschmissen haben. Und die Unterschrift unter dem Kaufvertrag, die ist höchst. Ich werde mir erlauben, Ihre Direktion in München von meinen Bedenken in Kenntnis zu setzen. Ich wünsche noch einen guten Tag und bitte meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Aber, Danke. Also, geben Sie mir doch noch einmal die Unterlagen von der Petra Oberländer und suchen schon mal die Telefonverbindung zur Banco di Appennino in Bologna raus. Mhm. Na, was hört man denn so aus Hamburg? Erfolge, wie immer Erfolge. Keine Probleme seit dem Weggang von Julia Sagerer? Keine. Oder wissen Sie mehr als ich? Vielleicht. Mich hat gestern eine Warnung erreicht, dass manche Ihrer persönlichen Kunden die Bank wechseln könnten. Ohne Bedeutung. Sicher alles nur kleinere Kunden. Wenn aber einer der großen Immobilienhändler Hamburgs die Bayernbank verlässt, dann könnte das sehr wohl von Bedeutung sein. Grollmann? Ja. Solch ein Mann kann eine Lawine auslösen. Glauben Sie mir, wir sollten schnell für Ersatz sorgen. Was ist mit dieser Frau Kaulbach? Sie ist nicht abgeneigt, nach Hamburg zu gehen. Also, bleiben Sie am Ball. Oh, Dr. Fiedler, endlich. Sie möchten unbedingt in Hamburg Dr. Sager anrufen. Sei sehr dringend. Ja gut, stellen Sie mir die Verbindung her. Mach ich, ja. Sagere. Ja, Herr Dr. Fiedler, Sie erinnern sich doch an die Frau Oberländer, Petra Oberländer. Genau. Die hat den ihr bewilligten Kredit komplett transferieren wollen ins Ausland. Ja, ich weiß, dass sie darüber verfügen konnte, aber passen Sie auf. Ich habe mich daraufhin mit der italienischen Bank in Verbindung gesetzt. Ja, in Bologna, genau, Banco di Appennino. Aber jetzt kommt das Schärfste. Der Kreditbrief ist gefälscht. Ja. Ja, von einem Angestellten, den Sie vor 2 Jahren rausgeschmissen haben. Und die Unterschrift unter dem Kaufvertrag, die ist höchstwahrscheinlich auch gefälscht. Jedenfalls weiß man bei Olivieri von einem Verkauf nichts. Und Sie sind drauf reingefallen? Also, Moment mal, wieso? Ich Sie doch genauso. Sie haben doch die Kreditzusage selber bestätigt. Aufgrund der von Ihnen gelieferten Kopien, aber... Was viel wichtiger ist, haben Sie schon Anzeige erstattet? Nein, noch nicht. Sind Sie wahnsinnig? Bei 1 Million? Nein. 10.000, Herr Kollege. Der große Batzen ist Gott sei Dank noch in Hamburg. Herr Direktor, kommen Sie heute noch mal wieder, falls jemand nach Ihnen fragen sollte. Haben Sie einen Bruder? Ich? Nein. Seid froh. Aus. Das schmeiß ich in die Waschmaschine. Ich freue mich schon drauf. In diesem Haus gibt es ja so viel zu tun. Guten Morgen, Fanny. Guten Morgen, beieinander. Da schau her. Ist ja schon alles gedeckt. Jäcker, das ist ja höchste Zeit für mich. Ich muss in die Bank. Ja. Ja, und Sie müssen in die Schule. Die haben es gut. Geh, Weibel. Fanny. Und du hast auch keine.
Sehr geehrte Frau Sagerer, sehr geehrte Frau Sagerer, verehrte Frau Direktor, zu Hause Müsli und hier die doppelte Arbeit. Das kann ja heiter werden. Frau Heise! Frau Heise, nehmen wir uns doch die Pflanzen einfach zu sich rüber. Nein, die gehören in das Zimmer Ihrer Frau und da sollen sie auch bleiben. Ja, meine Frau ist doch zu Hause. Aber sie kommt wieder, unter Garantie. Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Was glauben Sie, wie wohl sich meine Frau daheim fühlt? Sowas kann nur ein Mann sagen. Hm. Heute Morgen beim Frühstück. Da hat sie sich auf die Hausarbeit gefreut, wie die Marie-Therese auf Weihnachten. Glaube ich Ihnen gern. Aber Weihnachten ist auch nur ein paar Tage im Jahr. Wenn das Fest vorbei ist, kommt der Alltag. Was meinen Sie, wie schnell Ihre Frau wieder hier sein wird? Und dafür halte ich das Zimmer bereit. Sie können Anna wohl überhaupt nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben, gell? Nein, das wäre nichts für mich. Putzen, kochen und auf den Herrn Gemahl warten. Nein, danke. Und Ihre Frau denkt da genauso wie ich bestimmt. Warten wir's ab, Frau Heise. Manchmal sind auch Frauen verschieden. Frau Heise, Sie haben mir da so einen zweiten Stapel auf den Schreibtisch gelegt. Von Ihrer Frau? Wer soll den sonst verarbeiten? Wer sonst? Herr Professor Gröbe? Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sag er, sag er. Hallo Heise. Ist mein Bruder da? Oh, hallo Sascha. Der Herr Direktor ist da, aber ich weiß nicht, ob er zu sprechen ist. So ein Blödsinn. Wenn er da ist, ist er für mich auch zu sprechen. Grüß dich, Bruderherz. Darf ich vorstellen, Dr. Sagerer, Direktor der Bayernbank, Peter Oberländer, ganz gute Bekannte von mir. Herr Dr. Sagerer, freut mich, Sie kennenzulernen. Grüß Gott, ja, freut mich auch. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Unterschreiben Sie bitte. Bitte. Wiedersehen. 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 Guten Tag. Guten Tag. Eine kleine Barauszahlung und der Rest auf dieses Konto in Mailand. Jammer. Und wie viel möchten Sie abheben? 10.000, habe ich das nicht aufgeschrieben? Doch. Oh ja, doch. Bleibt der Rest 990.000. Ja. Auf das Konto in Mailand. Ja. Einen Augenblick, bitte. Bitte. Ist der Dr. Sagerer zu sprechen? Ja. Ist was mit ihr? Vielleicht mehr mit mir. Große Summen sehe ich lieber reingehen als rausgehen. Muss eine Schwäche von mir sein. Viel Geld? Genug. Darf ich? Ja, was gibt's denn? Eine Auszahlung und eine Überweisung, für die ich Ihre Unterschrift brauche. Ah, da steht hier die Frau Oberländer. Mhm. Nur 10.000 Bar, das ist ja erstaunlich. Weiß Gott, erstaunlich. Aber mich geht's ja nichts an. Wenn die Unterschriften stimmen, dann zahle ich auch aus. Auch wenn's weh tut, auch ins Ausland. Jetzt krempelt uns nicht umeinander. Kramer, der Kredit ist in Ordnung. Der ist von München extra bestätigt und genehmigt. Na ja, ich habe nichts gesagt. Aber Mailand? Der geht nach Mailand, nicht nach Bologna. Danke. Grammeier, ist mein Bruder eigentlich auch da? Nein, jedenfalls noch nicht in der Bank. Ach, Herr Grömer. Schönen guten Tag, Frau Heise. Ach, Herr Grömer. Sie sehen wieder zauberhaft aus heute. Danke, Herr Grömer. Kann ich zu Frau Sagerer? Tut mir leid. Frau Sagerer ist nicht mehr da. Was soll das heißen? Sie ist nicht mehr da. Sie hat uns verlassen. Ach, Sie machen Scherze, Frau Heise. Sie wollen doch nicht sagen, dass Frau Sagerer die Bayernbank verlassen hat. Doch.
Aber der Herr Dr. Sagerer ist da. Vielleicht wollen Sie ja mit ihm sprechen. Und ob ich das will. So, da sind zunächst die 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie verkennen offenbar die Situation, Herr Dr. Sager. Was? Das schmeiße ich in die Waschmaschine. Ich freue mich schon drauf. In diesem Haus gibt es ja so viel zu tun. Guten Morgen, Fanny. Guten Morgen, beieinander. Da schau her. Ist ja schon alles gedeckt. Jäckerl, das ist ja höchste Zeit für mich. Ich muss in die Bank. Ja. Ja, und Sie müssen in die Schule. Die haben's gut. Geh, Weiberl. Fanny. Und du hast auch keinen. Sehr geehrte Frau Sagerer, sehr geehrte Frau Sagerer, verehrte Frau Direktor, zu Hause Müsli und hier die doppelte Arbeit. Das kann ja heiter werden. Frau Heise! Frau Heise! Frau Heise, nehmen wir uns doch die Pflanzen einfach zu sich rüber. Nein. Die gehören in das Zimmer ihrer Frau und da sollen sie auch bleiben. Ja, meine Frau ist doch zu Hause. Aber sie kommt wieder. Unter Garantie. Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Was glauben Sie, wie wohl sich meine Frau daheim fühlt? Sowas kann nur ein Mann sagen. Hm. Heute Morgen beim Frühstück. Da hat sie sich auf die Hausarbeit gefreut, wie die Marie-Therese auf Weihnachten. Glaube ich Ihnen gern. Aber Weihnachten ist auch nur ein paar Tage im Jahr. Wenn das Fest vorbei ist, kommt der Alltag. Was meinen Sie, wie schnell Ihre Frau wieder hier sein wird? Und dafür halte ich das Zimmer bereit. Sie können Anna wohl überhaupt nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben, gell? Nein, das wäre nichts für mich. Putzen, kochen und auf den Herrn Gemahl warten. Nein, danke. Und Ihre Frau denkt da genauso wie ich bestimmt. Warten wir's ab, Frau Heise. Manchmal sind auch Frauen verschieden. Frau Heise, Sie haben mir da so einen zweiten Stapel auf den Schreibtisch gelegt. Von Ihrer Frau? Wer soll den sonst bearbeiten? Wer sonst? Herr Professor Gröbe? Bitte. 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sag er, sag er. Hallo Heise, ist mein Bruder da? Oh, hallo Sascha. Der Herr Direktor ist da, aber ich weiß nicht, ob er zu sprechen ist. So ein Blödsinn. Wenn er da ist, ist er für mich auch zu sprechen. Grüß dich, Bruderherz. Darf ich vorstellen, Dr. Sagerer, Direktor der Bayernbank, Peter Oberländer, ganz gute Bekannte von mir. Herr Dr. Sagerer, freut mich, Sie kennenzulernen. Grüß Gott, ja, freut mich auch. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ach, kein Scheiß, Sascha. Ja, da ist er ja da. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, kleine Überraschung. Was ist da? Stichwort Motorrad. Aber ich würde sagen, jetzt trinken wir alle mal auf den Sascha. Ja, ja, herrlich. Ich stelle noch meine Freunde vor, okay? Du kannst mich totschlagen, aber es nutzt nichts mehr. Wir müssen wieder weg. Geschäftsbesprechung, oder? Du sagst es. Bankerschicksal. Viel Spaß noch, gell? Feier schön, gell? Wieder schauen, die Herrschaften. Schönes Vorwort, gell? Servus. Ja, Prost noch. Guten Abend. Abend. Oh, was ist denn gar nichts? Kennst du dich? Schau, tu das. Was ist denn mit uns? Alexander Sager von Petra Oberländer. Hey, Charlie. Ich wünsche Ihnen was. Was denn? Glück. Ja, hab ich sowieso. Dann halten Sie es fest. Was tust du gerade? Ich würde gerne was trinken. Kein Problem. Sag mal doch du zueinander. Mit dem Sie habe ich es nicht so. Ich würde gar nicht, wenn ich jemand besonders gut finde. Das geht mir auch so. Gut. Dankeschön. Servus. Du machst Musik? Auch. Solche? Ja, auch solche, aber sowas gefällt doch dir bestimmt nicht. Warum? Ja, so wie du ausschaust, stehst du wahrscheinlich auf Mozart und Vivaldi, oder?
Das stimmt. Aber nicht nur. Sag mal, was machst du eigentlich? Leben. Leben. Und nicht schlecht, wie man sieht. Ich glaube eher, dass du mit so einem Banker oder Großräder verheiratet bist. Oder? Ja, oder du bist so ein Businesswoman und handelst mit Aktien und Immobilien. Mit Klamotten, mit Kleidung. Ich hab's fast gedacht. Und das Ganze entwirft du alles selber? Nein, ich handle mit Mode. Gefällt's dir? Ja. Du gefällst mir. Schenk doch mal nach. Ja. Ehrlich? Jetzt muss ich mal schauen, was mir mein Bruder zum Geburtstag geschenkt hat. Mein Gott. Ein ferngesteuertes Motorrad. Von wem hast du das? Von meinem Bruder. Das ist ein ganz großes Tier bei der Bank. Aber mir frisst das der Hand. Von ihm kriege ich alles, was ich will. Das klingt ja interessant. Ist sie da? Nein, leider. So, dann warte ich hier ein bisschen, ne? Wenn Sie nichts dagegen haben, halte ich Sie ein bisschen von der Arbeit ab. Ich habe nichts dagegen, aber das Warten hat keinen Sinn. Wie, hat keinen Sinn? Frau Sagerer kommt nicht. Was heißt das? Sie kommt nicht. Sie ist zu Hause und kommt nicht wieder. Das heißt es. Ja, aber das geht doch nicht. Ich meine, ich kann doch nicht zu Hause bleiben, wenn ich sie hier dringend brauche. Ich meine, was ist denn das für eine Bank, wenn meine Beraterin nicht da ist? Aber Herr Glotz. Also so geht das nicht. So geht das nun nicht. Ja, grüß Gott, Herr Glotz. Der liebe Gott kann da auch nicht helfen. Aber vielleicht kann ich was für Sie tun. Glaub nicht. Aber ich überlege es mir noch mal. Ja, schieß dann. Was hat er denn? Ein Schock, glaube ich. Ein Schock? Wieso das? Weil Ihre Frau nicht mehr da ist. So schnell stellt sich ein norddeutscher Bauer nicht um. Das werde aber wohl müssen. Mach aus meinem Kaffee, Frau Heiser. Gern. Von wegen müssen. Wenn sich der Dr. Sagerer da mal nicht irrt, der kennt die Bauern nicht. Im Bankgeschäft macht ihm vielleicht keiner was vor, aber vom Menschen versteht seine Frau mehr. Und manche Kunden brauchen eben beides. Herr Glotz, Sie sehen hier auf einmal aus, als wäre heute Freitag der 13. Warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass Frau Sagerer nicht mehr da ist? Wir können es alle noch gar nicht fassen. Keiner kennt sich bei mir so aus wie Frau Sagerer. Abteistraße 23. Was? Guten Tag, der Herr, und gute Fahrt. Der ist schon mal gar nicht so prägenklüderig. Das ist ein Schlingel, Abteistraße. Max? Maximilian? Bleib mal stehen. Herr Sagerer, darf ich daran erinnern, dass der Sturzhelm nicht für den Gepäckträger ist, sondern für deinen Kopf? Setz ihn heute auf. Zufrieden? Nein. Zumachen muss ich schon. So.